Hallo, mein Name ist Ralf Vogel, Nachtschichtpfarrer in Stuttgart. Spielen ist doch eigentlich kinderleicht, denken wir. Ist es auch. Aber so zusammenspielen, dass jeder Spaß dran hat, ist ganz schön schwierig. Und verlieren zu können, ist eine große Kunst. Wir fragen heute Abend bei jemand, die weiß, wie es geht, zusammen zu spielen mit allen anderen auf allen Ebenen der Kirche und darüber hinaus, wie wir diese Kunst lernen können. So zu spielen, dass jeder Spaß hat. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Nachtschichtgottesdienst im Herzen Stuttgarts im Hospitalhof. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen heute Abend im Hospitalhof mitten in Stuttgart. H.P. Kerkeling hat die menschliche Seite der Kirche in köstliche Worte gefasst, dabei aber die göttliche Seite nicht ganz vergessen. Hören wir mal auf seine Worte. Viele meiner Freunde haben sich schon lange von der Kirche abgewendet. Sie wirkt auf sie unglaubwürdig, veraltet, festgefahren und somit haben sich die meisten auch von Gott abgewendet. Ich sehe das aber anders. Gott ist für mich eine Art hervorragender Film. Und die Amtskirche ist lediglich das Dorfkino, in dem er gezeigt wird. Die Leinwände hängen schief und es verknittert. Die Lautsprecher knistern. Man sitzt auf unbequemen, quietschenden Holzsitzen. Die Vorführung ist mies, doch ändert sie nichts an der Größe des Films. Ich hoffe, wir können uns den Film irgendwann mal in bester Qualität unverfälscht nochmal anschauen. Und vielleicht spielen wir dann ja sogar mit. Unsere Gästin hat auf so ziemlich allen Ebenen der irdischen Kirche mitgespielt und dabei vermutlich ganz euphorische, aber auch ernüchternde Erfahrungen im Zusammenspiel gesammelt. Ich freue mich, dass sie uns heute Abend daran Anteil gibt und wie immer dabei auch über den kirchlichen Tellerrand ganz sicher hinausschaut. Und ich bin mir sicher, dass sie uns dabei große Lust machen wird, dazu mitzuspielen. Herzlich willkommen, Margot Kessmann! Gott, lass mich leben nach deiner Fantasie. Ich brauche ein wenig wilde Freiheit, ein wenig Taumel im Herzen und die Überraschung eines unerwarteten Augenblicks. Ich will springen über Mitten deiner Schöpfungen, über deine Abgründe hinweg, erschauern vor abenteuerlicher Freude in der Begegnung mit fremden Menschen. Lass mich spielen in deinem Geist. Meine Ängste annehmen und loslassen. Meine Trauer zulassen und deinen neuen Tag feiernd beginnen. Ich will selber Schöpferin sein. Neue Ideen unter Schmerzen gebären. Bunte Fäden verknüpfen zu einem fliegenden Teppich, mit dem wir den engen Horizont überwinden. Thank you.
Es ist schon hübsch, unser Plakat, mit der kleinen, fleißigen Taube als Heiliger Geist, die losfliegt, um Mitspieler zu suchen. Lasst uns doch die Geschichte erzählen, in der man erleben kann, was mit den Menschen geschieht, wenn Gottes Geist mit ihnen zusammenspielt. Die Geschichte von Pfingsten. 50 Tage waren nun schon seit dem Passafest bzw. Ostern vergangen. Das Wochenfest stand an. Das ist ein Wallfahrtsfest, an dem Menschen aus vielen Ländern und Regionen nach Jerusalem kamen. Viele waren in schöner Feierlaune, nur die Jüngerinnen und Jünger von Jesus nicht. So gingen sie nicht auf die Straßen, sondern versammelten sich an diesem Festtag in einem Haus und trösteten sich gegenseitig. Doch wie auf ein geheimes Zeichen schauten sie sich plötzlich erstaunt an. Hey, geht's da genauso? Spürst das auch? Ich glaub, Jesus ist jetzt da. Das hat er uns doch versprochen, dass er uns nicht allein lässt. Was hängen wir da noch hier rum? Gangen wir raus auf Gast zu der Leid. Genau, mir müsste denn nur doch erzählen, dass die Geschichte mit Jesus noch nicht rum ist, sondern jetzt noch mal richtig losgeht. Jesus lebt, den sie am Kreuz umbracht haben, der ist jetzt hier unter uns. Hey, wir sind so froh. Ja, er schenkt uns Kraft und Mut. Es ist fast genauso wie in der Zeit, als wir mit ihm durch Galiläa gezogen sind. Hört her, ihr Leutle, glaubt uns, Jesus lebt. Ja, und mir solltet auch leben. So wie Jesus alle Menschen geholfen hat, so hat Gott ihm jetzt geholfen. Und schon heute gibt er uns eine große Kraft. What happens here? Ich dachte, das sind Menschen aus Galiläa. Sprechen die Englisch? I really wonder about that. Jedenfalls, I understand it. Mir geht's genauso. Ich komme aus Ägypten, aber ich verstehe jedes Wort, das sie sagen. Mitte alle diese Gerede. Io normalmente capisco nulla. Aber heute, ich habe capito tutto. Mamma mia, es ist sicuramente wegen diesem Jesus. Ach was, diesen Jesus, den haben sie doch umgebracht. Ich glaube viel eher... dass sie da versucht haben, ihr Unglück im Alkohol zu ertränken. Oui, oui, ils sont pompettes. Die haben zu viel getrunken. Mir sennet, Psoffe, was denkt ihr euch? Ist doch noch früh am Morgen. Gott hat uns aber seinen Geist geschenkt. Das ist geschehen. Was der Joel verkündet hat, der Prophet, das ist halt passiert. Ihr erinnert ihr euch nicht, was er geschrieben hat? Weil Gottes Geist so federleicht und unverfügbar ist, kann ihn niemand für sich pachten, sondern eine Kraft entsteht überhaupt erst im Zusammenspiel der Verschiedenen. Seine Wunder geschehen, wenn wir dafür wach und sensibel werden, wo die Individualität der anderen verletzt wird und Menschen zum Zusammenspiel ausgeschlossen werden. Wenn wir nicht hinnehmen, dass Menschen an den Grenzen Europas frieren, hungern und sterben oder mit Gewalt zurückgestoßen werden. Wenn wir uns empören, dass die einen nicht wissen, wie sie in diesem Winter noch ihre Wohnung heizen können, während die anderen mit zu schweren Spritfressern rumheizen. So gewinnt auch unser Plakat für mich nochmal besondere Bedeutung, wenn wir unsere vertrauten Spielräume verlassen und zu denen gehen, die so oft überhört werden. Dann entsteht ein wunderbares Zusammenspiel. So können sich die Kräfte des Geistes entfalten. Und so sollten wir nicht müde werden, Gottes Geist einzuladen, mit uns zu spielen und zu feiern, zu arbeiten und zu beten. Denn dann können wir unsere Welt so umgestalten, dass jede und jeder genug Spielraum für sich findet. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Komm, Heiliger Geist.
Im neuesten Buch von Margaret Kessmann geht es vor allem eigentlich um Partnerschaft. Sie zeigt darin auf, wie gut es ist, einander, selbst wenn man sich lange kennt, immer wieder offen zu begegnen und offen für neue Erlebnisse zu sein. Ich verspreche Ihnen, Frau Kessmann, auch wenn heute Abend viele Ihr Leben schon lang verfolgt haben und Ihr Wirken und auch zu Hause an den Bildschirmen, wir werden ganz offen sein und neugierig auf das, was Sie heute neu zu sagen haben und uns auch von Ihnen gerne überraschen lassen bei all dem. Wir haben gehört, wenn der Geist dazukommt, dann entsteht eine ganz besondere Geschichte. Haben Sie das Gefühl, Sie haben so ein besonderes Zusammenspiel schon erlebt, wo Sie sagen, so, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, wie wir zusammengespielt haben und vielleicht haben wir sogar gespürt, dass der Heilige Geist dabei war? Also ich muss sagen, dass ein solches Erlebnis hatte ich 1983. Ich war Jugenddelegiert, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver. Und für mich war das wirklich eine absolute Horizonterweiterung. Ich hatte gerade mein Theologiestudium abgeschlossen an deutschen Universitäten. Aber diese Form von Ökumene war nicht vorgekommen. Ja, da waren 4000 Menschen, da waren russisch-orthodoxe, hatte ich so noch nie erlebt. Da waren Leute aus dem Pazifik, aus Afrika, Asien, Lateinamerika. Und dann kam der Abend, 6. August, Hiroshima-Tag. Und dann hieß es, die Jugendlichen aus allen Kontinenten sollten an den Pazifik gehen und der Opfer des Atombombenabwurfs gedenken. Und dann wurde geguckt, wo finden wir Jugendliche? Westeuropa, Osteuropa, sollten auch zwei verschiedene sein. Osteuropa war ein junger katholischer Priester. Und Westeuropa kamen sie dann auf mich, weil ich Jugenddelegierte war. Und dann hieß es, ich sollte ein typical cultural dress anziehen. Einen typischen kulturellen Kleid meiner Region. Sowas hatte ich nicht dabei. Ich hatte Jeans keine dabei. Keine Lederhose im Gepäck. Sowas hatte ich nicht dabei, aber dann haben sie überall gesucht und dann haben sie bei Reinhild Treidler, einer Österreicherin, ein Dirndl entdeckt. Das war der einzige Tag in meinem ganzen Leben, dass ich ein Dirndl getragen habe. Es gibt leider auch ein Foto davon, dass ich immer versuche, dass das nirgends erscheint. Und dann standen wir da aber am Pazifik, muss ich sagen, junge Leute aus allen Kontinenten, Christen der unterschiedlichsten Konfessionen, und haben Blumen in den Pazifik geworfen, im Gedenken an die Opfer und den Heiligen Geist angerufen, dass Frieden kommen möge über die Welt. Und ich muss sagen, das hat mich ungeheuer berührt, als junge Frau zu sagen, ich kann mit diesen Menschen aus Afrika, Asien, Lateinamerika hier zusammenstehen. Und ich hatte schon den Eindruck, das ist so über alle Differenzen hinweg, stehen wir da zusammen. Das war schon eine Situation, wo der Geist kräftig geweht hat, für mich jedenfalls. Jetzt waren Sie damals jung, aber nicht mehr ganz jung. Sie hatten schon Theologie studiert, also schon auf einem bestimmten Weg. Heute Abend sind ganz junge Menschen hier dabei, die mit dem Konfirmandenunterricht beginnen. Erinnern Sie sich noch, was Ihnen diesen Weg in die Kirche leicht gemacht hat vielleicht auch, dass die gesehen haben, ah ja, es lohnt sich, da mitzuspielen in diesem Laden? Also ich kann jetzt mal sagen, ich habe euch gern zugehört und zugeguckt und ihr habt ja die Geschichte auch interpretiert. Und das finde ich wichtig, dass wir nicht sagen, die Auslegung der Bibel muss immer durch Leute geschehen, die studiert haben oder Ähnliches, sondern das war ja Martin Luthers Anliegen, er hat die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt, dadurch die deutsche Sprache erst geschaffen, damit jeder selbst nachlesen kann und jeder und jede sich selbst eine Meinung bilden können. Er hat damals schon Schulen auch für Mädchen gefordert, für jedes Kind, jeden Jungen, jedes Mädchen, dass du selber lesen kannst. Und dann die Bibel auch verstehst und fragst, was heißt denn diese komische Pfingstgeschichte für mich? Und ich finde, es war wirklich gut, gut interpretiert. Ich habe das auch so erlebt, ich war gerne in der Kirche, muss ich sagen. Wir hatten eine tolle Gemeinde, das war so Arbeiterviertel in Stadt Allendorf, kennt kein Mensch. Die Kirche ist inzwischen entwidmet, weil da jetzt keine Christen mehr wohnen oder jedenfalls nicht mehr genügend für eine Kirchengemeinde. Aber wir hatten als Jugendliche da tolle Räume, wir konnten vieles machen. Wir hatten Disco-Keller, ja. Also die Disco durften wir nicht, aber in der Kirche haben die Eltern gesagt, ist in Ordnung, wird in Ordnung sein. Da durfte man dann Rolling Stones hören und sowas, was du zu Hause nicht hören durftest. Wir hatten viel Freiheit und viel Begegnung, Jugendfreizeiten am Edersee. Ja? Wir konnten alle nicht in Urlaub fahren, aber Edersee war das Größte. Ja? Also an Edersee 14 Tage in der Jugendherberge. Also ich habe Gemeinschaft erlebt. Ich war da gerne und das war Beheimatung. Das war für mich nie Zwang, Kirche. Ich erlebe das noch manchmal. Sitzen da irgendwie Konfirmanden und denkst, die gucken auf die Uhr, wann ist es um? Werden die auch angesprochen? Also ich habe, man erzählt ja immer Geschichten, eine erzähle ich noch schnell, Melle. Ja. Einmal bin ich zu spät gekommen als Bischöfin, für mich ein Trauma, ich wollte immer pünktlich sein, ja. Und dann war da Autobahnsperrung
Und dann habe ich da angerufen und der Pfarrer sagte, oh, Frau Käsmann, so ein alter Haudegen von Pastor, der hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, wir singen, bis Sie da sind. Ja. Und dann kam ich, habe im Auto schon Dienstwagen Talar angezogen, bin da reingerast, Posaunen spielten, dann sollte die Orgel einsetzen, Stromausfall, Orgel ging nicht. Dann gehe ich auf die Kanzel und das Licht geht an, aus, flackerte permanent. Ja, genauso wie H.B. Kerkeling das beschrieben hat, oder? Dann habe ich zu dem Konfirmanden gesagt, passt mal auf, in 50 Jahren sitzt ihr hier. Und als alte Leute, dann sagte ich, damals, als wir jung waren, kamen die Bischöfe zu spät und das Licht fiel aus und der Strom. Und dann guckte mich einer an und sagte, meinen Sie jetzt mich? Ich sagte, ja, genau dich meine ich. Der hat sich erschrocken, dass er angesprochen wurde. Aber ich glaube, dann hat er auch gedacht, wenn ich in 50 Jahren hier sitze, so ein Bild, es könnte so sein. Wir haben es ja vorhin gehört von K.B. Kerkeling, dieser Film ist manchmal nicht so toll. Aber Luisa Neubauer sagt, ihr seid das Team Hoffnung. Für Kirche schwankt man so manchmal. Manchmal fühlt man sich wie das Team Titanic. Es geht vollends ganz bergab sozusagen. Wie finden wir so einen vernünftigen Mittelweg zwischen zu viel erwarten von sich selber und auch sich nicht zu gering schätzen? Weil mit dem Heiligen Geist im Gepäck sozusagen können wir ganz schön viel bewegen eigentlich. Also ich denke, dass wir von den biblischen Geschichten her doch Mut fassen können. Also mich ermutigt jedenfalls immer, dass das nicht nur großartige Gestalten sind. Also Jesus hat nicht so eine Deutschland sucht den Superstar-Geschichte gemacht. Wer sind hier die Besten, die mir nachfolgen und die können dann die Botschaft weitergeben, sondern Petrus hat ihn verleugnet, kaum war der verhaftet. Sagt, habe ich nie kennengelernt, weiß nicht, wer das ist. Oder Paulus, der große Theologe, hat erst Christen verfolgt, dann wurde er zum Interpreten, können wir sagen, von der Geschichte von Jesus. Also es sind Leute wie du und ich, denen das Evangelium anvertraut ist und das ermutigt mich immer wieder. Jeder macht Fehler, jeder macht es nicht immer und jede richtig. Und da kannst du darauf vertrauen, dass du dann immer wieder selbst begeistert wirst, es doch irgendwie in die richtige Richtung zu biegen oder dass du manchmal auch vertrauen kannst, wenn du es jetzt nicht 100% hinbekommst, dann lass mal den Geist ein bisschen wirken. Also ich finde, das ist eine Menge Hoffnung in der Geschichte ja auch, weil wir nicht glauben, dass der Tod das letzte Wort hat. Das ist ja eine Hoffnung, die über unsere Zeit und Welt hinausgeht und davon reden wir vielleicht auch zu wenig. Also in unserer Zeit sind alle so sehr auf Leistung, Erfolg und es muss jetzt sein, ausgerichtet, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken, dass das Leben begrenzt ist. Und ich denke immer, von der Begrenztheit musst du dir doch überlegen, wie will ich jetzt so leben, dass wenn ich eines Tages zurückblicke, sagen kann, die Zeit, die ich hatte, die habe ich so gut ich konnte ausgekostet und auch eingebracht, was ich an Gaben habe. Weil die Welt das Team Hoffnung eben braucht. Es sind überall, wir haben vorher in der Inszenierung ja auch gehört, solche Verletzungen der Menschenwürde statt, die wir eigentlich nicht hinnehmen können, wo die Welt uns braucht. Wo nehmen Sie es denn am stärksten wahr und wie gehen Sie damit um, mit diesem Schrei, der eigentlich da an unsere Ohren dringt von überall her? Also ich muss sagen, mich treibt das auch um. Ich fand die Kollektenansage vorhin gut. Ich habe ja jeden Sonntag eine Kolumne in einer Zeitung, die nicht alle gerne lesen, die aber viele lesen, sage ich mal. Und ich habe heute tatsächlich in der Kolumne geschrieben, habe ich richtig schlecht geschlafen. Danach dachte ich, darf ich das eigentlich sagen? Aber ich habe echt geschrieben, es kotzt mich an. Ich habe geschrieben, eigentlich dürfte ich das nicht als evangelische Theologin, aber Luther hat mal gesagt, Zorn darf auch mal sein. Also dass da Kinder, Frauen, Männer zwischen Belarus und Polen hin und her getrieben wird, das wird dann nicht Pushback genannt. Du schubst sie zurück. Es ist Minusgrade da draußen, ja, und die werden zum Spielball von Mächten und Diktatoren und wir alle sehen das und können es kaum ertragen und können kaum was tun und die Welt kümmert sich darum, ob im Moment die Weihnachtsgeschenke alle geliefert werden können, weil wir Lieferengpässe haben. Ja, irgendein Schleichtier kann wahrscheinlich nicht geliefert werden, großes Drama. Da muss ich sagen, das ist mir richtig schlecht geworden bei der Berichterstattung, weil ich dachte, da müssen wir auch mal sagen, wenn wir hier von großen christlichen Werten, christliches Abendland, europäisches Abendland reden, dann müssen wir auch dafür eintreten und können die Leute da nicht derartig da vor sich hin vegetieren lassen. Und die Kirche ist ja meines Wissens auch Teil dieser Bewegung Seebrücke, die versucht an allen Stellen, also wir hatten hier in Baden-Württemberg und ganz Deutschland eine Menschenkette, die Seebrücke organisiert hat, da waren die Kirchen ganz maßgeblich mit dabei. Gott sei Dank.
Ja, weil wir auch, denke ich, Bilder haben von einem anderen Leben. Der katholische Theologe Lofink hat mal gesagt, in der Bergpredigt hat Jesus eine Kontrastgesellschaft gemalt. Und das hat mich oft bestärkt. Ja, also selig sind nicht die Schnäppchenjäger und die Durchsetzungsfähigen, die Erfolgreichen, sondern die Barmherzigen, die reinen Herzens sind, die noch eine Sehnsucht spüren nach Gerechtigkeit, die Frieden stiften wollen. Und ich finde, da können Christinnen und Christen unserer Gesellschaft schon Hoffnung geben. Wir könnten ganz anders leben. Wir könnten auch in Frieden zusammenleben. Und die Erde hätte genug für alle, wenn wir besser teilen würden. Und ich finde, diese Hoffnungsbilder, die müssen wir auch malen und uns selbst auch sagen. Ja? Also wir können Hoffnung haben. Wir müssen uns nicht alle zurückziehen und sagen, die Erde geht eh unter und ich kann sowieso nichts tun und was kann ich schon machen, sondern wir als Gemeinschaft können was tun. Also ich war kurz vor dem Lockdown noch in Ruanda, weil der Chef der Kirche da in Ruanda, der Kirchenpräsident, hat auch in Bochum promoviert, daher kenne ich den und habe die Kirchengemeinden da besucht und der hat mir eine Mail geschickt nach der Flutkatastrophe an der Ahr, dass sie das so erschüttert hätte, die Bilder, dass alle Gemeinden, die evangelischen Gemeinden in ganz Ruanda, haben Fürbitte für die Flutopfer in Deutschland geleistet und haben 20.000 Euro gesammelt, um den Flutopfern in Deutschland zu helfen. Das hat mich so angerührt, die haben wenig in Ruanda, das sind echt arme Menschen. Und die waren dann von diesen Bildern so betroffen. Und da siehst du doch auch, dass Gottes Geist Grenzen überschreitet und dass Gottes Geist da uns auch zusammenweht, wie in der Pfingstgeschichte. Ja, also ich fand das toll, die unterschiedlichen Akzente. Wir können dieselben Sachen verstehen. Wir haben dasselbe Evangelium, dieselben Gebete, dieselben Texte und Lieder. Und das führt uns auch zusammen. Und dann können wir zusammen diesen Spielraum Kirche eigentlich nützen. Das gibt, jetzt sind wir gerade nicht in der Kirche, aber wir haben wirklich räumlich schon allein so tolle Spielräume und so tolle Möglichkeiten noch in den Kirchengemeinden zusammenzuspielen. Sie haben in einem Vorab-Interview in der Zeitung gesagt, ich wünsche mir heute mehr Spielraum in der Kirche oder für unsere Kirche, haben Sie gesagt. Für oder in? Also was wünschen Sie sich konkret an Spielräumen, die wir nützen oder bespielen? Also ich wünsche mir Spielräume, das ist eine gute kritische Nachfrage, in unseren Kirchen auch. Also ich bin nun über 60 Jahre, also ich liebe schon auch diese traditionellen Gottesdienste mit Bach-Kantate und so weiter. Aber ich habe im Juli konnte ich endlich meinen 7. Enkel nach 3-mal verschieben taufen und wir waren in so einer kleinen Dorfkirche und diese Kinder sind nun Kirchen gewöhnt. Und wir haben dann, da war gerade Corona, ging auch alles ohne Maske und diese Kinder haben die Kirche bespielt. Ja, es war eine ganze Horde, ich glaube, waren es 17 Kinder da. Ja. Die haben diesen Kirchenraum für sich erspielt. Das war denen relativ, also die waren nicht beeindruckt von dem Raum, in dem sie gesagt haben, oh, das, was darf ich alles nicht? Die haben sich wie zu Hause gefühlt. Die haben sich wie zu Hause gefühlt, ja genau. Und sie haben da wirklich gespielt in diesem Raum und fanden ihn schön, waren glücklich in diesem Raum zu sein. Und da dachte ich, das wünsche ich mir, dass das Räume sind, in denen Menschen sich zu Hause beheimatet fühlen. Oder ich will noch ein Beispiel nennen, weil wir vorher auch die Frage hatten, was fehlt uns eigentlich? Ich denke, dass wir als Kirchen, sage ich mal, in Deutschland viel tolle soziale Arbeit machen. Bei Umfragen wird auch immer gesagt, die Beratungsangebote, die Tafeln, die Hospize, die Obdachlosenzeitung, Schwangerschaftskonfliktberatung, das finden die Leute toll. Aber die wir da alle beraten, denen wir helfen, die kommen nicht in Gottesdienst, die fühlen sich da nicht zu Hause. Oder ich will ein Beispiel nennen, damit Sie wissen, wovon ich rede. Also ich bin Mitherausgeberin einer Straßenzeitung. Dann komme ich mit dem Fahrrad zur Marktkirche Hannover, habe da einen Gottesdienst und da steht ein Asphaltverkäufer davor und sagt, Frau Käßmann, sagen Sie denen da drinnen, wenn sie rauskommen, sollen sie bei mir eine Zeitung kaufen. Und dann habe ich gesagt, jetzt kommen Sie doch mit rein. Also es ist doch auch deine Kirche. Ja? Asphalt ist ein Projekt, das ganz stark von der Diakonie gefördert wird. Und sagt, ah, nee, das ist nichts für mich, da drinnen fühle ich mich nicht wohl. Und das dachte ich, das ist schade. Also warum fühlen die alle sich nicht beheimatet, auch in unseren Kirchen? Das wünsche ich mir auch in den Kirchen. Da muss ich jetzt was dazu sagen, weil es so mit Händen zu greifen ist. Einer unserer besten Freunde ist der Chor der Vesperkirche in Stuttgart. Also sogenannte Obdachlose sozusagen, die einen Chor gebildet haben und die regelmäßig mit uns auf Kirchentagen singen und spielen und die alle... Heute ist, glaube ich, ausnahmsweise niemand da, weil man, um hier heute reinzukommen, klicken musste, online, halbe Stunde, sonst waren die Tickets weg. Sonst, wenn wir offene Türen haben, sind die eigentlich immer da.
Wie schön, und ich bin auch jedes Mal glücklich, wenn Sie da sind. Das ist jetzt ein Beispiel für die Mitspieler, die wir eigentlich brauchen. Sie können Kirche vielleicht ganz gut gebrauchen, aber wir brauchen sie ja auch. Wer fehlt uns denn in unserem Zusammenspiel eigentlich besonders in der Kirche? Na, ich denke, es sind die Stimmen der Menschen, die eher am Rande stehen. Und das ist ja das, was wir doch auch uns wünschen als Kirche, dass die Kirche der Ort ist, an dem die Armen und die Reichen, das haben die Jugendlichen ja vorhin auch super gesagt, dass die alle zusammenkommen am selben Ort. Und dass wir auch eine Sprache sprechen als Kirche, die nicht abgehoben ist vom Alltag der Welt. Also meine Mutter hat wirklich, wir hatten Geschäft, ja, Tankstelle und Autowerkstatt, und die hat wirklich die ganze Woche hart gearbeitet und hat dann immer gesagt, wenn ich diese Stunde am Sonntag nicht hätte, und wehe, mein Vater kam zu spät zur Ablösung in der Tankstelle, ja, da hätte er sich nie getraut. Sie hat gesagt, sie braucht diese Stunde, um die Kraft für die Woche zu haben, den Alltag. Und das wünsche ich mir, dass unsere Kirchen und unsere Gottesdienste solche Orte sind, wo die Menschen sagen, das brauche ich, da muss ich hin. Nicht erst nächste Weihnachten wieder, sondern spätestens in 2 Wochen, weil ich das als Kraftquelle brauche. Und da ist natürlich auch die Frage, der Heilige Geist, die Ruach, ist ja in Hebräisch auch weiblich, ja, die Geistkraft. Also spüren Menschen, wenn sie rausgehen, du hast Kraft gefunden für den Alltag. Kraft für den Alltag und für das Zusammenspiel, das ja nicht immer leicht ist. Und man setzt sich tolle Projekte und steht hinterher da und sagt, keiner ist gekommen oder es hat nicht geklappt oder sowas. Wenn wir spielen, dann können wir auch verspielen, verlieren. Wie können wir das denn lernen, besser auch zu verlieren beim Spielen und beim Zusammenspielen miteinander? Also ich denke, ein Stück Humor wäre auch gut. Der fehlt mir oft in unserer Kirche. Ja, das... Also wer verliert, muss auch mal über sich selbst lachen können. Ja? Hast du falsch gesetzt oder so. Ja? Oder ich spiele echt gerne. Ja? Also ich spiele wirklich gerne. Aber beim Spielen muss man auch wissen, du könntest verlieren und manchmal auch über dich selbst lachen. Hättest du anders gesetzt bei Mensch ärgere dich, hättest du den rausgeschmissen und wärst nicht so zaghaft gewesen. Oder ich spiele leidenschaftlich gerne, ich weiß nicht, wie Sie das hier nennen, Doppelkopf. Ja, ja, hättest du früher die Kreuzdame ziehen sollen, hätte der andere gewusst, du spielst mit ihm zusammen, hättest du nicht verloren. Also das sind ja okay, so, das ist jetzt ganz für große ganz, Insider. Ja, also Doppelkopfspiel hat gerne. Wir haben früher leidenschaftlich mit meinen Töchtern Doppelkopf gespielt. Aber wenn du dann über dich lachen kannst, wenn du dann verbissen sagst, hätte ich anders gerechnet, hätte ich die 96 Punkte geschafft. Mir fehlt manchmal, dass wir auch lachen können, auch als Kirche über uns selbst. Wenn wir anfangen, so verbissen zu werden, institutionell verbissen, dann haben die Leute auch keinen Spaß, mit uns zusammenzuspielen. Ja? Also spielen macht nur Spaß, wenn du auch verlieren kannst und wenn du auch ein bisschen mehr lachen kannst über dich selbst. Ich sage immer so gern, der Nietzsche soll doch gesagt haben, er würde vielleicht an den Erlöser glauben, wenn die Christen ein bisschen erlöster aussehen würden. Ja? Also wenn wir uns mal über uns lachen können, nehmen wir uns auch selbst nicht so wichtig, auch als Institution, was da alles wie passieren muss. Für mich ist es immer eigentlich eine Chance, wenn was schief geht, damit so ein Lachen aufkommt. Und als ich als Junge wie Karma was falsch gemacht habe, weil ich den Kelch in der Hand hatte und die Einsetzungsworte zum Brot sagen wollte, musste ich lachen. Und ich gucke in laute betretene Gesichter und habe gemerkt, oh Gott, hier wird nicht gelacht. Das hatte ich vorher falsch verstanden. Da muss ich dann mich umsetzen. Ja, aber das sind doch die Geschichten. Ich meine, das ist doch schon wert, dass das jetzt noch ungefähr 30 Jahre später, sage ich mal, immer noch erzählt wird. Ich hatte eine Pressesprecherin in Hannover, immer wenn was schief gegangen ist, hat sie gesagt, weißt du, das ist wieder eine Geschichte für lange, langweilige Winterabende. Also die Geschichten erzählst du doch immer, immer wieder, wo was schief gegangen ist. Als ich Bischöfin war, ich glaube, es war das zweite Weihnachten, haben wir immer gedruckt, da gab es noch nicht hier per E-Mail, so ging noch nicht. Also wir mussten, Tausende wurden gedruckt. Wenn die Leute da in der Kirche sitzen, Heiligabend, viel zu früh und müssen warten, dann gab es so einen Brief der Bischöfin zu Weihnachten, Meditation und so. Haben alle kontrolliert, ich weiß nicht, ob das 80.000 Dinger gedruckt wurden, da stand dann drunter, ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten. Oh. Ja, war nicht zurückzuholen, war nicht einzustampfen. Und dann kannst du nur sagen, die Geschichte erzähle ich auch immer noch. Also, ja, also das ist, ja. Es ist schön zu hören, dass Sie gerne spielen, ganz konkret. Wann erleben Sie sich aber im Leben als spielerisch? Bei den ganz normalen Alltagshandlungen, weil die können ja auch spielerisch sein, nicht nur, wenn wir am Tisch sitzen und doppelkopfen, ja, sondern das wäre ja, oder Schafskopf, es wäre ja schön, wenn wir uns im Leben als spielerisch, auch im Zusammenspiel erleben und nicht so ernst und streng. Wann erleben Sie sich selber so? Also ich muss sagen, ich bin wieder spielerischer geworden, seit ich Enkelkinder habe, mit denen ich
im Alltag so richtig spielen kann. Und das ist ja das Privileg der Großeltern. Senta Berger hat mal gesagt, Enkel sind das Dessert des Lebens. Das empfinde ich auch so, weil du als Großmutter, wenn du zu den Enkeln kommst, dann hast du wirklich die Zeit. Ich sage, ich habe den Nachmittag, ich habe den Tag oder die drei Tage ganz für die Kinder. Und dann bestimmen natürlich die Kinder, was gespielt wird. Ja, also ob wir jetzt Brettspiele machen. Ich weiß jetzt alles über Dinosaurier. Ich hatte keine Ahnung von Dinosauriern. Ja? Dinosaurier-Quartett, Dinosaurier-Puzzle, Dinosaurier-Spiel, also Gigantosaurus und wie hieß der andere da, Stinkstasaurus. Also ich lerne viel und kann mich dann auch darauf einlassen und mit denen wirklich spielen. Und ich finde, das ist auch ein Geschenk, spielen zu dürfen, spielen zu können. Weil für viele Menschen gibt es ja gar keine Freiheit zu spielen, keine Freizeit. Also Menschen, die nur arbeiten müssen, um zu überleben, haben kaum Raum für Spiel. Es ist auch ein Privileg, spielen zu dürfen. Den Satz lassen wir auf uns wirken, wie so viele. Da flattert die Geisthaube los, um Menschen zu suchen. Und wir sprechen so gern vom Teamgeist, der irgendwo herrscht. Aber Michael Wecker hat auch in seinem Buch sehr deutlich herausgearbeitet, der spielt nicht überall mit der Geist, der nimmt auch Reis aus in bestimmten Gemeinschaften, in bestimmten Sorten von Zusammenspiel. Wo nehmen Sie denn so wahr, dass Sie sagen, so hier möchte der am liebsten flüchten, der Heilige Geist, oder hier ist er eben nicht im Zusammenspiel zu spüren? Also ich denke, wenn Heiliger Geist weht, dann ist es immer aufbauend und nicht destruktiv. Also soll was positiv werden und es wird nicht zerstört. Ich denke, Heiliger Geist ist zu spüren, wenn Grenzen auf einmal überschritten werden, wenn Menschen was hinter sich lassen können und einen Schritt nach vorne gehen. Heiliger Geist ist sicher auch da, wenn plötzlich Mut entsteht. Ich erinnere mich, Donald Rumsfeld hat mal die Europäer beschimpft, weil er gesagt hat, also wir hätten keinen Mumm, in Kriege zu ziehen und militärisch nach vorne zu gehen. Und dann gab es irgendeine Friedensdemo, auf der ich war, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wann das war, und dann war so ein Plakat mit der Taube und einem Regenbogen und da stand dann, wir alten Europäer haben einen Vogel, Gott sei Dank. Das fand ich super. Also es war so ein schöner, spielerischer, positiver Umgang damit. Und ich denke, Geist hat auch doch geweht 2015. Ich habe da viele Gemeinden erlebt, dass dann Gemeinden gesagt haben, ganz weit weg von Parteipolitik, wenn jetzt Menschen kommen in unser Land, wir sind gefragt, der Fremdling, der unter euch wohnt, den sollt ihr aufnehmen. Das steht also allein in der Geschichte vom Weltgericht bei Matthäus. Da habt ihr den Geringsten, den ihr aufgenommen habt, da habt ihr Jesus selbst aufgenommen oder Christus selbst aufgenommen. Und evangelische Gemeinden, katholische Gemeinden haben sich um Flüchtlinge gekümmert. Ich denke, wir hätten 2015 nicht so gut bewältigt, wenn da nicht auf einmal so die Gemeinden gesagt hätten, doch, jetzt sind wir gefragt, jetzt müssen wir glaubwürdig sein. Wir haben Deutschkurse angeboten, Begleitung zu Ämtern. Natürlich sind nicht alle Flüchtlinge nur nette Menschen und nicht alle Deutschen sind nur nette Menschen. Das ist doch klar. Ja? Also habe ich auch nie gesagt, der Flüchtling an sich ist ein guter Mensch und der Deutsche an sich ist ein guter, das ist Quatsch. Ja? Aber ich war da schon ziemlich begeistert, muss ich sagen, was Gemeinden da bewegt haben, aus ihrem Glauben heraus, aus ihrer Glaubensüberzeugung, dass sie jetzt gefragt sind. Das war schon bewegt, würde ich sagen. Was für ein schönes Schlussbild. Wir selber, ich glaube für meine Gemeinde in Ulbach und Obertürkheim, kann ich dir sagen, sind ein schönes Bild fürs Zusammenspiel. Sie haben vorhin gesagt, dass wir eine Sprache sprechen, die verstanden wird. Ich war ohne Absicht im Kirchentag mit meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden in Dresden auf eine Bibelarbeit von Ihnen. Ich gebe es ganz offen zu, die waren hinterher begeistert, weil sie gesagt haben, die Frau spricht eine verständliche Sprache. Ein höheres Lob kann es nicht geben. Und das war auch heute Abend so. Sie haben uns Lust gemacht auf ein verständliches Zusammenspiel, dass die Jungen mitgenommen werden und jeder Spaß dran hat, zu scheitern und nichts ist passiert, sondern wir können gemeinsam drüber lachen. Frau Kessmann, ich danke Ihnen. Behüt Sie Gott auf der Weiterreise.
Lasst uns beten. Guter Gott, wir danken dir dafür, dass wir alle zu dir gehören. Wir bitten dich, zeige uns den Platz, an dem wir notwendig sind. Schenke uns deinen Geist der Liebe, dass wir unsere Begabung in das gesellschaftliche Zusammenspiel einbringen. Wir rufen zu dir. Jesus Christus, wir danken dir für dein Vorbild. Wir bitten dich, lass alle Menschen an Leib und Seele satt werden. Schenke uns deinen Geist, der Kraft, dass wir deine Schöpfung schützen und Gerechtigkeit ausbreiten. Wir rufen zu dir. Gib uns deinen Geist, den Geist der Freude. Du die Welt, ja, Herr, auch heute. Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass so unterschiedliche Menschen zu uns gehören. Wir bitten dich, mach uns bereit, unser Anderssein anzunehmen. Schenke uns deinen Geist der Besonnenheit, damit wir einander vertrauen und helfen können. Wir rufen zu dir. Gib uns deinen Geist, den Geist der Freude. Verändert du die Welt, ja, Herr, auch heute. Gemeinsam beten wir zu dir. Vater, in unserem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir strecken uns nach dir, in dir wohnt die Lebendigkeit. Wir trauen uns zu dir, in dir wohnt die Barmherzigkeit. Du bist, wie du bist. Und so geht in diese Nacht und die Woche, die da kommt, mit dem Segen Gottes. Gott segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.